Weil ich das für eine Attitüde halte, für eine PR-Maßnahme. Das muss ich nicht. Ich muss nicht sagen, ich bin Feministin, um mich für gleiche Rechte einzusetzen. Ich habe jetzt einfach keinen Bock, noch mal irgendwie 100 Jahre zu warten, bis wir endlich gleichberechtigte Parlamente haben. Wo fängt Sexismus an? Der erste entscheidende Punkt ist erstmal, sich seinen Privilegien bewusst zu sein. Weil wenn ich zu Ihnen sagen würde, mein Gott, was sind Sie für ein Blondchen, würden Sie auch nicht sagen, das sei keine Diskriminierung. Immer mehr junge Frauen übernehmen das Ruder. Sie erklären der Welt die Klimakrise, sie retten als Kapitänin Geflüchtete oder setzen sich für schärfere Waffenrechte in den USA ein. Und damit bringen sie so mal eben das gesellschaftliche System ins Wanken, das nämlich vor allen Dingen männlich geprägt ist. Verändern sich gerade die Rollenbilder zwischen Mann und Frau? Und vor allen Dingen killt Feminismus die Männlichkeit? Darüber wollen wir heute diskutieren und ich freue mich sehr auf zwei spannende Gäste. Zum einen Katharina Schulze, sie ist die Fraktionsvorsitzende der Grünen in Bayern, 34 Jahre alt und Feministin. Herzlich willkommen. Und Wolfgang Kubicki, er ist der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, 67 Jahre alt und Rechtsanwalt. Schön, dass Sie beide da sind. Und wir kommen direkt zum ersten Statement. Und das erste Statement lautet: Männer sollten Feministen sein. Da sehe ich die erste Übereinstimmung. Gut, das hätte ich jetzt. Schön, freut mich sehr. Willkommen im Club. Ich könnte mir das gar nicht vorstellen. Ich wüsste gar nicht, was ich machen sollte, wenn ich Feministin sein sollte. Aber ja, aber dann können ja Feminist sein und das ist auch gut. Also Herr Kubicki, Sie sagen, Männer sollten Feministen sein. Ich bin jetzt bei ja. Oh, Entschuldigung. Ich, muss auch, ich bin ja der okay. Sehr gut. Ich habe mir schon gedacht, so wäre auch schön. Es ist immer noch ein Plätzchen frei. Ja, es brauchen mehr Feministinnen und Feministen auf dieser Welt. Ja, aber ich glaube, das wäre eine Überreaktion. Denn Feministen können nach meiner Einschätzung nur Frauen sein. Männer können vielleicht was dafür tun, dass Frauen sich durchsetzen, wobei das wieder diese machohafte Art ist. Männer müssen sich nicht dafür einsetzen, dass Frauen etwas tun. Das müssen Frauen im Zweifel selbst machen. Aber sie können Wege ebnen dafür, dass Frauen sich im Zweifel durchsetzen können. Aber Feminist oder Feministin zu sein bedeutet ja nicht nur, dass man sich für Frauenrechte einsetzt, sondern man setzt sich insgesamt dafür ein, dass alle Geschlechter die gleichen Rechte und Chancen haben. Und darum bin ich sehr wohl der Meinung, dass auch Männer Feministen sein können, weil wenn wir alle Feministinnen und Feministen wären, dann sähe die Welt eindeutig besser aus, weil wir würden uns aus diesen Rollenklischees und Stereotypen mal ordentlich befreien. Das wäre doch viel besser. Also Sie meinen jetzt allen Ernstes, dass man Feminist sein muss, um sich für gleiche Rechte für alle Beteiligten einzusetzen? Das halte ich für übertrieben. Ich glaube, dass auch Männer, ohne Feministen zu sein, sich für gleiche Rechte einsetzen können. Das ist mein täglich Brot übrigens auch. Aber warum ist es dann so schwer, sich selber als Feminist zu bezeichnen, wenn man sich für die gleichen Rechte und Chancen einsetzt? Ja, weil ich das für eine Attitüde halte, für eine PR-Maßnahme. Das muss ich nicht. Ich muss nicht sagen, ich bin Feministin, um mich für gleiche Rechte einzusetzen. Also, was ist denn für Sie ein Feminist, Herr Kubicki? Jemand, der Überzeugung ist, dass Frauen bisher unterprivilegiert sind in der Gesellschaft, dass sie Führungspositionen nicht einhaben und dass sie im Zweifel mit ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten sich gegenüber einer männlichen Hierarchie, wie auch immer die aufgebaut ist, durchsetzen müssen. Das ist für mich urtypisch feministisch. Ansonsten verliert der Begriff seine Bedeutung. Aber weil Sie das gerade so formuliert haben, man kann sich ja auch hier rübersetzen. Also ich persönlich habe so das Gefühl, dass bei manchen das Wort Feminismus oder Feministin oder Feminist noch so ein bisschen negativ behaftet ist. Und ich finde das total wichtig, dass man diesen Begriff aus dieser Ecke rausholt und sozusagen in den Spotlight reinsetzt, weil Feminismus ja was ist, was uns allen gut tut. Und es ist ein positiver Begriff für mich. Es ist für mich ein Begriff, der sich für Gleichberechtigung einsetzt, für Vielfalt, für Solidarität, für Menschenrechte. Und deswegen sage ich immer ganz bewusst, ich bin Feministin und freue mich immer, wenn sich jemand anders auch so bezeichnet, weil ich glaube, dass es wichtig ist, diesen Begriff auch positiv nach vorne zu stellen, weil er ja was Wunderbares aussagt, nämlich, dass man sich für die gleichen Rechte und Chancen von allen Menschen einsetzt. Und im Moment haben wir halt noch das System, dass Frauen mehr eine gläserne Decken vor sich haben, schlechtere Startbedingungen und Co. Und da muss man eben dagegen ankämpfen. Herr Kubicki, wenn Sie dieser Definition folgen. Ja, aber die wird inhaltsleer, nicht? Dass wir für die Gleichberechtigung eintreten müssen, für Menschenwürde, wie auch immer, ist Verfassungsauftrag. Ne? Steht alles im Grundgesetz. Aber das ist tatsächlich auch die Definition von Feminismus. Wenn es darum ginge, wären Sie dann Feminist, wenn es einfach um die Gleichberechtigung der Geschlechter geht? Ja, also der Begriff gefällt mir einfach nicht. Der Begriff gefällt Ihnen nicht. Ich bin für den Begriffsinhalt, dafür stehe ich auch, dafür machen wir Politik.
Da bin ich als Anwalt unterwegs, deshalb brauche ich diese Begrifflichkeit. Sie sind für den Begriffsinhalt, aber nicht für den Begriff. Ja. Und ich zum bin Beispiel. Für den Begriff und für den Begriffsinhalt. Darum sitze ich auch beim Ja. Sehr schön. Herr Kubicki, was ist für Sie Männlichkeit? Das ist eine sehr interessante Frage, weil das, Sie meint jetzt für mich. Mhm. Für mich zunächst Männlichkeit, Wettbewerb, Durchsetzungsstärke. Das, was man als Kind lernt in der Schule beim Fußballspielen, nicht? Dass man ein Spiel gewinnen will im Team, dass man aber auch sozusagen manns genug ist, Schwächen zu zeigen oder manns genug ist, sich dafür einzusetzen, dass Menschen, die bedrückt werden, die bedroht werden, verteidigt werden. Killt Feminismus die Männlichkeit? Ja, mit dem Begriffsinhalt, den Frau Schulze gerade verwandt hat, nicht. Sondern das ist Inhalt für mich von Männlichkeit. Dass man auf der Straße nicht einfach zusieht, wenn jemand bepöbelt wird. Dass man nicht wegschaut. Dass man seine Möglichkeiten, die man hat, verbal, vielleicht auch physisch einsetzt, um Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Insofern sind wir gar nicht weit voneinander entfernt. Was ist für Sie Männlichkeit? Ja. Ich bemerke, dass im Moment zum Glück eine Debatte über Männlichkeit gibt und dass es auch irgendwie auf einmal mehr darüber diskutiert wird, wie Männlichkeit auch sein kann. Weil es sind ja schon in dem traditionellen, vielleicht auch eindimensionalisierten Bild von Männlichkeit diese klassischen Attribute, irgendwie stark sein, echter Jungs weinen nicht und all diese Dinge. Und das schränkt ja Männer auch unglaublich ein. Und da finde ich das gut, wenn wir das so ein bisschen aufbrechen und jeder Mann so Mann sein kann, wie er oder sie möchte. Wie er möchte. Entschuldigung. Schon, es gibt auch Männer, die so sein wollen wie Sie. Genau, also ich finde das total gut, dass wir jetzt mehr über diesen Begriff diskutieren, weil da beginnt sich was aufzubrechen, ja, dass Männlichkeit auch anders definiert sein kann. Dass Mannsein auch bedeutet, zu weinen, Kindergärtner zu werden, all diese Dinge. Ja, dass wir da sozusagen mehr Rollenmöglichkeiten zulassen in der Gesellschaft, das finde ich super gut und super wichtig, weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, wenn wir das Thema Männlichkeit anschauen, wenn man dieses starke, traditionelle Männlichkeitsbild hat, ist es ja auch gefährlich. Darum gibt es ja den Begriff toxische Männlichkeit. Zum einen für viele Männer selbst, die sterben früher, haben höheres Risiko, Opfer vom Autounfall zu werden und. Da gibt es ja x Statistiken und gleichzeitig aber auch für Frauen, weil es gibt ja auch die bekannten Zahlen, dass statistisch jeden Tag ein Mann probiert, seine Partnerin umzubringen und jeden dritten Tag gelingt es ihm auch. Also diese toxische Männlichkeit ist für die Gesamtgesellschaft gefährlich und darum ist es gut, wenn wir das aufbrechen und mehr Vielfalt da auch zulassen. Unterscheidet sich denn eventuell das Bild von Männlichkeit auch eher im konservativen und progressiven Denken vielleicht? Ist im konservativen Denken das einfach selbstverständlicher, dass der Mann das Oberhaupt einer Familie zum Beispiel ist? Heute? Glaube ich eher nicht. Vor 20 Jahren wahrscheinlich. Heute würde ich ja sagen, jedenfalls in meinem gesamten sozialen Umfeld spielt das diese Frage gar keine Rolle mehr. Mhm. Dinge in der Familie werden partnerschaftlich entschieden. Es gibt Situationen bei meinem Schwiegersohn, meiner Tochter, nicht, geht der Vater in Teilzeit und die Mutter arbeitet weiter, beide im juristischen Bereich, wo es im öffentlichen Dienst funktioniert, ist ja anders als in der freien Wirtschaft. Da muss man noch ein bisschen nachsteuern. Aber die Frage, wer hat das Sagen, spielt oder wer macht die entsprechenden Vorschläge, spielt jedenfalls in der Generation meiner Kinder, Generation 40, überhaupt keine Rolle mehr. Das heißt, die Rollenbilder haben sich verändert? Völlig. Ich glaube zum Teil, ich glaube, da muss man ein bisschen differenzierter hingucken. Ich glaube schon, dass es in der Gesellschaft in manchen Gruppen eine große Sehnsucht danach gibt, wieder in Anführungszeichen diese geordneten Verhältnisse, gerade wenn wir uns so die Rechtsextremisten und die Rassisten angucken, die ja auch ein stark geprägtes Bild davon haben, wie angeblich Gesellschaft sein soll. Und ich glaube, da herrscht schon noch bei sehr vielen die Vorstellung vor, ein Mann muss so sein, eine Frau muss so sein. Also da glaube ich, wäre schön, wenn wir in meinen Augen schon so weit wären, dass wir sagen können, ach, die gesamte Gesellschaft hat die Rollenklischees und Stereotype über Bord geworfen. Da glaube ich, sind wir noch nicht. Ich glaube, dass es sich immer weiter auflöst und dass es diese Debatten auch in den Familien gibt und Co. Aber es gibt, sonst hätten wir auch einfach schon eine gleichberechtigtere Gesellschaft, wenn das alles weg wäre. Also es gibt, glaube ich, schon noch einige Menschen in unserer Gesellschaft, die in diesen starken Rollenbildern verhaftet sind und das auch gut finden. Gut, aber nun erfüllen ja Frau Weidel und Frau von Storch diese Klischees gerade nicht, von denen Sie sprechen. Ich meine, ich sehe auch, dass bei der AfD die Familie Mann, Frau, Kind sozusagen das Idealbild ist, idealtypisch ist. Aber das ist nicht mehr die gesellschaftliche Realität. Wir wissen, dass mehr als die Hälfte der Kinder alleinerziehend großgezogen werden. Wir wissen, dass von Ehen, die heute geschlossen werden, jede zweite wieder auseinandergeht. Wir wissen immer mehr, dass das nur noch Lebenspartnerschaften auf Zeit sind.
Weshalb es eben ganz wichtig ist, dass auch die Berufstätigkeit der Frau sich vollständig durchsetzt. Denn die Abhängigkeit früher vom Mann war nicht so sehr günstig auch fürs Zusammenleben. Was man vor allen Dingen sehen kann, ist, dass der Begriff Feminismus schon immer positiver besetzt ist und auch tatsächlich sich immer mehr Männer als Feministen bezeichnen. Muss meine Frau mal fragen. Ich glaube, die wird sich selbst auch nicht als Feministin bezeichnen. Also, ist auch anbietend. Ist das vielleicht eine Generationenfrage? Sie können immer noch hier rüber, gell? Ja, Sie, also, können ja also, Sie können immer noch hier wir können, hin auf die Frage, wir können ob Sie ein Feministin, wir können gell? Uns jetzt auch beide in die Mitte stehen. So ist das nicht. Nein, ich bleibe hier. Also ich kann Ihnen ja näher kommen, aber unabhängig von dieser Frage. Nein, darum ging es mir nicht. Es ging mir darum, dass Sie sich als Feminist bezeichnen können. Aber ich bin mir nicht sicher, weil wenn ich meine Tochter fragen würde, ne, die wird sich wahrscheinlich auch nicht als Feministin bezeichnen. Also das Feminismus ist ja auch in bestimmten politischen Bereichen ein Kampfbegriff. Das muss man einfach sehen, mit dem Forderungen durchgesetzt werden sollen. Und nicht alle in der Gesellschaft teilen diese Form der Verwendung des Begriffes als Kampfbegriff. Wir kommen zum nächsten Statement. Okay. Gut. Und das nächste Statement lautet, der Begriff alte weiße Männer ist diskriminierend. Sagen Sie ja oder sagen Sie nein? Sie sagen ja, Herr Kubicki, weshalb? Ja, weil er schon so gemeint ist. Er ist ja als Kampfbegriff gemeint gegen diejenigen, die sich gesellschaftlichen Fortschritt verweigern. Der ist ja nicht gemeint als Schönheitsbezeichnung, sondern er ist abwertend gemeint. Wenn ich jetzt umgekehrt sagen würde, junge blonde Mädels, ne, dann würden Sie auch sagen, ist auch abwertend gemeint. Und er kommt ja aus den USA eigentlich, um zu dokumentieren, dass eine Gruppe von Menschen, die über 70 sind, alt sind, deshalb weißhaarig, schlicht und ergreifend die Arena beherrschen und gesellschaftlichen Fortschritt kaum noch zulassen. Also er ist diskriminierend. Fühlen Sie sich da persönlich angegriffen, wenn Sie als alter weißer Mann bezeichnet werden? Wenn Frau Schulze mich jetzt als alten weißen Mann bezeichnen würde, dann wäre es nicht höflich gemeint, sondern wäre es damit gemeint, mit mir nicht mehr zu argumentieren, sondern mich in den Senkel zu stellen. Für mich ist es eine Zustandsbeschreibung. Haben Sie ja auch richtig dargestellt. Es zeigt auf, dass eine gewisse Gruppe weiße Männer einen hohen Privilegienstatus haben. Aufgrund von Macht, aufgrund von Ressourcen, Geld, Bildung etc. Und dass die sozusagen die Entscheidungen ein bisschen sehr lange schon alleine unter sich ausgemacht haben. Und Menschen mit Migrationshintergrund, homosexuelle Frauen, nicht den benötigten Platz haben, den sie eigentlich haben sollten. Und ich weiß, dass es ein Kampfbegriff ist. Ich weiß auch, dass sehr viele sich sehr angegriffen deswegen immer fühlen. Und ich, wenn ich diesbezüglich gefragt werde, dann sage ich immer so, ja, aber einfach mal mit dem Konzept auseinandersetzen und zu überlegen, will ich da drunter fallen oder nicht? Und wenn ich nicht drunter fallen will, dann eine emanzipatorische Haltung auch einnehmen und das unterstützen. Und dann ist man ja nicht mehr in dieser Gruppe mit drin. Also, weil es gibt ja, das ist ja das Schöne, man muss, also das, der, glaube ich, der erste entscheidende Punkt ist erstmal, sich seinen Privilegien bewusst zu sein. Ja, was man als weiße Person hat, die man als weiße Person hat, die man als Mann in unserer Gesellschaft hat, da hat man einfach mehr Privilegien wie andere Gruppen. Und ich glaube, wenn wir in unserer Gesellschaft uns verändern wollen und weiterkommen wollen, ist, glaube ich, dieses Bewusstseinsmachen und dieses Klarwerden der allererste Schritt. Weil erst wenn mir was irgendwie klar ist, kann ich ja auch Veränderungen herbeiführen. Aber Frau Schulze, Sie sind doch als Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag auch privilegiert gegenüber einer Reihe von Männern, jung oder alt. Ich bin eine weiße Frau, darum bin ich schon mal privilegierter wie in unserer Gesellschaft, wie eine Frau zum Beispiel mit Migrationshintergrund. Aber es gibt immer noch Gruppen wie eben weiße Männer, die noch mal ein Stückchen einfach mehr Privilegien haben. Das sieht man ja einfach an den harten Fakten. Männer verdienen mehr als Frauen. Sie sind in den Machtpositionen unseres Landes und auch in anderen Nationen vertreten, etc. etc. Also da können wir jetzt nicht wegdiskutieren. Ja, dass Männer stärker in Führungsfunktionen vertreten sind als Frauen, ist so. Das ist geschichtlich einfach so gewachsen. Das wird sich im Laufe der Zeit ändern. In den nächsten 10, 20 Jahren wird sich das ändern, weil die Generation sozusagen nach mir langsam sicher in diese Führungsfunktion hineinwachsen kann, weil die einer Beschäftigung nachgegangen sind von Anfang an, während eine ganze Reihe von Frauen in den 90er Jahren gar nicht gearbeitet haben und deshalb das Problem gehabt haben, ins Berufsleben entsprechend adäquat wieder einsteigen zu können oder überhaupt einsteigen zu können. Aber da ist eine Frage, wirklich eine Frage von Zeit. Aber wenn Sie den Begriff gebrauchen, alte weiße Männer,
dann wollen sie erstens den Begriff alt betonen, sonst macht es ja keinen Sinn. Und sie wollen mit alter weißer Männer denunzieren und nicht argumentieren. Denn das Gleiche, was Sie beschreiben, haben auch junge weiße Männer oder junge schwarze Männer. Die haben auch Machtpositionen. Obama hat eine sehr starke Machtposition, den würden sie nie als alten weißen Mann bezeichnen. Und darin liegt eben die Denunzierung. Das ist eine Diskriminierung, die dazu beiträgt, dass Fronten aufgebrochen werden, die aus meiner Sicht unnötig sind. Noch einmal, wenn ich zu Ihnen sagen würde, mein Gott, was sind Sie für Blondchen, würden Sie auch nicht sagen, das sei keine Diskriminierung. Würden Sie sofort sagen, das ist eine Altersdiskriminierung. Aber eine blonde Frau hat ja nicht die Privilegien wie ein älterer weißer Herr, oder? Sehen Sie das anders? Angela Merkel, ich glaube, die ist blond, hat die nicht, jedenfalls naturblond, hat die nicht die gleichen Privilegien wie andere auch? Sie sagen, man ist als älterer weißer Mann nicht unbedingt privilegierter als eine blonde Frau. Also ich wüsste nicht, dass jeder ältere weiße Mann privilegiert wäre. Das sagt ja dieses Konstrukt auch nicht aus. Also das bedeutet, also das, die Bezeichnung aus dem Englischen kommen, ältere, alte weiße Männer, beschreibt ja eine bestimmte Gruppe an Personen, die über bestimmte Macht und Ressourcen verfügen. Und das wird dadurch angeprangert. Aber Frau Schulte, es war doch in den USA diskriminierend gemeint. Und jetzt können wir auch nicht sagen, es kommt aus den USA. Wir setzen das ins Deutsche und bei uns ist es dann auf einmal nicht mehr diskriminierend. Frau Schulze, können Sie das verstehen, dass sich manche Männer dadurch in eine Ecke gedrängt fühlen? Ja, das kann ich total verstehen. Der Begriff... Das ist auch nicht böse. Also das kann ich verstehen, weil natürlich so ein Begriff erstmal was auslöst in einem und darum glaube ich, wenn dann daraus was Positives entsteht und die Menschen ein bisschen drüber nachdenken, sich gucken, was sich dahinter verbirgt, vielleicht selber mal checken, habe ich die Privilegien, benutze ich die, um irgendwie anderen Leuten zu empowern oder nur um meinen eigenen Weg zu gehen, dann hat der Begriff ja schon mal einiges gebracht. Aber dass sich dadurch erstmal jemand angegriffen fühlt, das kann ich nachvollziehen. Das wird mir ja auch schon mehrfach gespiegelt, was ich schon an Anschriften bekommen habe zu diesem Thema und ich antworte dann immer freundlich und erkläre das Konzept und sage, warum ich der Meinung bin, dass wir genau das aufbrechen müssen, damit es eben diese Privilegien von einer bestimmten Gruppe nicht mehr gibt. Und ich meine, das ist halt auch Teil der Debatte in unserer momentanen Gesellschaft und das finde ich ehrlich gesagt positiv, dass wir uns über Identität, über Geschlechterrollen, über wie verteilen wir Macht, wie verteilen wir Ressourcen in der Gesellschaft diskutieren und dass man da verschiedene Meinungen austauscht, dass dann das eine vielleicht richtig findet, jemand anders was anderes, dass gerungen wird um den richtigen Weg, das ist doch eigentlich total gut, weil ich glaube, am Ende befreit es uns alle davon, wenn wir diese Stereotype und Bilder ein bisschen hinter uns lassen. Aber dafür brauchen wir keine Etikettierung. Ist Herr Kubicki für Sie ein alter weißer Mann? Für mich, wie ich schon vorhin gerade gesagt habe, für mich bedeutet der Begriff ja nicht nur, welche Hautfarbe man hat und welche Haarfarbe man hat und welches Alter man hat, sondern was man im Kopf trägt, ja, und wie man mit seinen Privilegien umgeht. Also das ist ja das Entscheidende. Diese Begriffsbezeichnung, ich glaube, wird auch oft so ein bisschen übersehen. Das bedeutet ja nicht nur, dass wenn man die äußeren Merkmale hat, dass man dort reinfällt. Es gibt auch viele ältere weiße Herren und Männer, die super progressiv sind, die feministisch unterwegs sind. Frauen, junge Mädchen haben die besseren Schulnoten, es sind eher jung, die auch mal die Schule ohne Abschluss verlassen. Gibt es eventuell auch Bereiche, wo Jungen diskriminiert werden oder Männer? Ich glaube, dass vielleicht der Leistungsdruck bei Männlichen, also bei Jungen, immer noch größer ist als bei Frauen, weil die Wettbewerbssituationen, die in die Jungs gestellt werden, das ist einfach in der Gesellschaft nach wie vor so. Der Druck ihnen gegenüber, dass sie sich durchsetzen, dass sie sich beweisen als der Stärkere, dass sie sich beweisen als der Leistungsfähige, ist bei vielen so groß, dass sie einfach abschalten. Und dann muss man auch sagen, hat was mit der Entwicklungspsychologie zu tun. Mädchen sind früher sprachkompetenter als Jungs. Woher das kommt, weiß ich jetzt auch nicht. Wahrscheinlich in der Art und Weise der Beschäftigung. Sie sind einfach altersspezifisch immer Jungs bis zu ihrem 18. Lebensjahr ein Jahr oder zwei Jahre voraus in der Entwicklung. Und das macht sie eben stärker im Bereich der schulischen Leistungen und setzt natürlich damit auf die Art und Weise auch Jungs unter massiven Druck. Aber auch in der Uni ist es so. Ich glaube, dass eine bestimmte Art von vielleicht Junge sein oder männlich sein schon auch Diskriminierungserfahrungen haben kann. Also wenn irgendwie, weiß ich nicht, ein kleiner Junge im Kindergarten sagt, ich will später mal irgendwie Kindergärtner oder so werden. Da habe ich schon manchmal gehört dann so, oder ich ziehe einen Rock an oder ich will mir die Fingernägel mal lackieren, weil meine große Schwester das auch hat und dann wird die Person irgendwie ausgelacht oder so. Das ist natürlich also einfach not cool. Ja, also es darf sozusagen nicht geben. Und darum glaube ich, dass
diese Rollenklischees, und das haben Sie ja auch gesagt, dieser Druck, der auch auf Männer und auf Jungs lastet, wie man angeblich zu sein hat, dass der super anstrengend ist. Und ich finde, den sollte es nicht geben müssen. Es muss nicht in einen kleinen Jungen schon reingepflanzt werden, du musst immer der Starke sein, du musst dich immer durchsetzen, weil sonst ist es nicht richtig. Also eines meiner Enkelkinder ist so aufgewachsen. Der hat einen Rock angezogen, auch im Kindergarten, hat sich die Fingernägel lackiert. Das hat mit dem Alter von 5 Jahren schlagartig aufgehört. Und zwar nicht wegen anderer Umfeldbedingungen. Meine Tochter und mein Schwiegersohn haben versucht, die sozusagen geschlechtsneutral zu erziehen, die Kinder, Mädchen und Junge. Und dann passiert was ganz Faszinierendes. Man schenkt beiden das gleiche Spielzeug. Nicht? Das Mädchen spielt mit dem Spielzeug und der Junge versucht es auseinanderzunehmen. Das ist ganz komisch. Ohne dass man das überhaupt nur sagt. Also es muss auch genetisch einen Unterschied machen, ob man Mann oder Frau ist. Glauben Sie, das hat eher biologische oder eher soziale Gründe? Das ist eine sehr schwere Frage. Ich habe das nicht studiert, kann das schwer beantworten. Aber meine Beobachtung ist die, dass das, glaube ich, mehr biologische Gründe hat als soziale. Denn auch nicht, mein Enkelsohn hat auch mit Puppen gespielt und die da auch auseinandergenommen. Ja, aber es gibt auch Mädchen, die das Spielzeugauto auseinandernehmen und so. Also ich finde, je länger man dann sich auch insgesamt mit diesem Thema beschäftigt, merkt man ja auch einfach so, hey, am allereinfachsten würden wir es uns tun, wenn wir einfach den Menschen so nehmen, wie er sie ist, ja, weil es gibt einfach mehrere Geschlechter, es gibt ja auch nicht nur Mann oder Frau, es ist all diese Debatte darüber zu führen und wenn wir stärker dahin kommen könnten. Aber natürlich ist auch klar, Menschen teilen natürlich auch ein in Schubladen und Rollenbilder, um irgendwie auch durch den Alltag zu kommen, aber sich davon mehr zu lösen, das zuzulassen und vielleicht eher danach zu beurteilen, wie die Person als Mensch ist, anstatt welches Geschlecht sie eher es hat, das ist, glaube ich, das wäre. Ja, aber das machen Sie momentan stärker als ich, zu differenzieren nach Geschlecht. Also für mich ist es völlig egal, ob jemand männlich oder weiblich ist bei dem, was er tut oder nicht tut. Für Sie ist es eben nicht egal. Wer macht denn bei Ihnen den Haushalt, Herr Kubicki? Keiner. Keiner? Meine Frau ist genauso voll berufstätig wie ich. Wir haben eine Haushaltshilfe. Meine Frau kocht auch nicht, sondern wir gehen regelmäßig essen. Sie hat den wunderbaren Satz geprägt, wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass sie kochen kann, hätte er keine Restaurants erfunden. Aber die ist voll berufstätig, die Strafverteidigerin wie ich. Aber sie weiß, wie die Waschmaschine funktioniert und sie müssen manchmal anrufen, um das herauszukriegen, habe ich gelesen. Wir hatten das Problem, dass ich waschen wollte und dann in der vermeintlichen Waschmaschine, die ich Wäsche hineingepackt habe. Dann war es die Spülmaschine, das, oder wie? Nee, das war der Trockner. Das war der Trockner. Wir kommen zum nächsten Statement. Und das nächste Statement lautet: Männer wissen immer seltener, was sie noch sagen dürfen. Da sind Sie sich einig zum ersten Mal. Das bedeutet, es ist sehr wohl klar, was man sagen darf. Ja, in aller Regel. Es gibt da Unterschiede. Nicht? Also auch, es gibt auch Generationenunterschiede. Ich habe das festgestellt bei meiner charmanten Form, Katrin Göring-Eckardt einen Handkuss zu geben, was für Riesenaufregung gesorgt hat. Bei ihr weniger als bei anderen. Mittlerweile duzen wir uns ja auch, das ist eine Höflichkeitsgeste, von manchen wird das aber verstanden, jedenfalls in der Generation von Frau Schulze, vielleicht als Abwertung, als Diskriminierung. Aber ich weiß immer noch sehr wohl, gerade weil für mich die geschlechtsspezifische Unterscheidbarkeit gar nicht so groß ist, weiß immer noch das und wie ich nicht nur Frauen, sondern auch anderen Menschen überhaupt gegenübertreten kann und darf und was ich ihnen sagen kann und darf. Eigentlich kann man alles sagen, es kommt immer auf die Art und Weise an, wie man es sagt. Es ist tatsächlich so, dass sich da Frauen und Männer relativ einig sind, was Flirten ist und was Sexismus ist. Aber wenn ein Mann mir erklärt, er habe nicht verstanden, wenn eine Frau etwas nicht will, dann lügt er. Ja. Man merkt sofort, ob etwas geht oder nicht. Mhm. Und ich kann auch nur dringend davor warnen, diese Zeichen zu ignorieren. Jeder Mensch, sowohl Frau Schulze als auch ich, kann immer sagen, was er zulassen will und was nicht. Und dann sollte man sagen, okay, verstanden. Ja, das belegen tatsächlich auch Studien, dass sich Männer und Frauen da gleicher Meinung sind. Allerdings ist es so, wenn es jetzt um die Frage geht, da gibt es eine Studie gerade vom Bundesfamilienministerium, wie viel Sexismus nehmt ihr denn wahr? Da sagen 68% der Frauen, sie nehmen Sexismus wahr, aber nur 50% der Männer. Das heißt, Frau Schulze, gibt es denn da vielleicht doch Unterschiede? Also ich habe ja jetzt auch lange gezögert, auf welche Seite ich mich setzen soll, weil ich glaube, auch das kann man nicht pauschal beantworten. Also eigentlich mein gesunder Menschenverstand sagt mir das, was Sie auch gesagt haben, dass es einem eigentlich klar ist, was geht und was nicht geht. Also was man
sagen kann und was nicht. Und das irgendwie hier anbaggern und anflirten, wenn die andere Person nicht reagiert, einfach ein Nein auch heißt. Ja? Aber ich sage gleichzeitig auch, dass es auch in unserer Gesellschaft Menschen gibt, die sich bewusst, wissentlich oder vermeintlich doof stellen, um genau über diese Themen sozusagen drüber zu steigen und die dann behaupten, ach, man weiß ja heutzutage gar nicht mehr, was man noch sagen darf und durch die Debatte über Sexismus bin ich jetzt eingeschränkt in meiner Art und all das, wo ich mir mal sage, so Moment mal, auch da gilt's, mal den Schritt zurückzutreten und sich die Gesamtsituation mal anzugucken, ja. Es kommt ja auch immer darauf an, mit wem rede ich, wer hat welches Machtverhältnis. Vielleicht darf ich aus meiner Sicht versuchen zu erläutern, warum das bei Männern anders ist als bei Frauen. Erstens glauben die meisten Männer, sie müssten der aktivere Teil sein. Also diejenigen sein, die starten mit einem Flirt und von mir aus auch mit einem Schritt zu weit. Und zweitens empfinden Männer sexuelle Belästigung eher unterdurchschnittlich, weil sie dafür, das empfinden sie meist nicht als Belästigung, sondern als Entree. Und deshalb gibt es diese Differenz. Das hat was mit dem Rollenverständnis zu tun im Verhältnis zwischen Mann und Frau, gerade im sexuellen Bereich. Mhm. Was aber nicht heißt, nicht, dass sexuelle Übergriffe deshalb stärker zu akzeptieren wären bei Männern oder bei Frauen. Also ich meine, wir haben Sexismus in unserer Gesellschaft, wir haben Übergriffe, ja, und die sind alle total indiskutabel. So, und dieser einfache Satz, Nein heißt Nein, der gilt. Und der gilt, egal ob ein Mann Nein sagt oder eine Frau Nein sagt, Nein heißt Nein. Und das Schlimme ist ja eigentlich eher, dass manche Männer dann denken, naja, jetzt hast du zwar Nein gesagt, aber eigentlich meinst du es nicht so. Jetzt setze ich noch mal eins drauf. Und das ist was, wo wir einen ganz klaren, auch eine gesellschaftliche Ächtung herbeiführen müssen, wo klar gemacht werden muss, nein, wenn jemand das nicht möchte, dann musst du jetzt hier auch nicht, weil du vermeintlich denkst, du musst deinen Jagdtrieb ausleben, jetzt noch mal weiter hier baggern. Nein, es ist dem so nicht. Also auch da sieht man wieder, was Sozialisierung, Rollenklischees, Bilder, die in Fernsehen, Medien, Büchern angeblich vermittelt werden, wie der Mann zu flirten hat. Ja, sorry, halt einfach so nicht funktionieren. Wie bitte? Gibt es solche Bücher, wo drin steht, wie der Mann zu flirten hat? Es gibt doch sicher solche. Wir haben noch nichts von Pickup-Artists gehört. Genau. Wie der Mann zu sein hat und wie, was er sagen soll, damit eine Frau dies und jenes macht. Das ist auch wieder so ein Klischee. Eine Frau ist nicht gleich Frau und Mann ist nicht gleich Mann. Es kann keine Anleitung geben, wie zwei Menschen aufeinandertreffen und sie miteinander kommunizieren. Aber es kann eine Anleitung geben, dass man das respektvoll und auf Augenhöhe macht. Hallo. Genau, aber das, glaube ich, nehmen nicht alle so wahr. Wenn Sie das nicht respektvoll und nicht auf Augenhöhe machen, dann funktioniert es ja auch nicht. Sagen Sie jetzt, was ich sehr gut finde, dass Sie das so formulieren, aber aus Erfahrung, aus Berichten, aus Untersuchungen gibt es sehr wohl Menschen, die sich darüber hinwegsetzen, weil sie eben der Meinung sind, nö, ihnen steht da aber mehr zu oder sie dürfen das jetzt, sie haben eine Machtposition, die können sie ausnutzen und. Und das ist ein massives Problem. Also in auf der die Hinsicht. Finger hauen, kann ich nur sagen. Beobachten Sie Sexismus in Ihrem Alltag, Herr Kubicki? Jein. Es ist immer schwer, die Grenze zu finden. Das merke ich schon, auch im Parlament merkt man das gelegentlich, dass, sagen wir mal, die Ansprache und die Art und Weise, wie meine Geschlechtsgenossen teilweise auf Frauen zugehen, ich als unangemessen empfinde. Und manche Frauen dokumentieren das auch. Ein lockerer Spruch, schmutzige Witze, die dann auch erzählt werden im Beisein von Frauen. Was machen Sie dann, wenn Sie sowas mitbekommen? Wenn ich Lust auf Streit habe, mische ich mich ein und sage, dass ich den Witz beschissen finde. Und wenn ich keine Lust habe, gehe ich weg. Manchmal ist es auch besser, einfach wegzugehen und die Situation dann nicht eskalieren zu lassen. Aber bei Übergriffigkeit würde ich sofort einschreiten, selbstverständlich. Die Frage ist tatsächlich aber, wo fängt Sexismus an? Ich bin noch aufgewachsen mit einem Vater, der jeder Frau in den Mantel geholfen hat, der die Türen aufgehalten hat. Ja, das mache ich auch immer noch. Und ich finde das ehrlicherweise ganz toll. Ja. Und es gibt aber Frauen, die empfinden das als sexistisch. Ja, das ist mir auch schon passiert. Das ist Ihnen schon passiert? Ja, ihr habt eine grüne Abgeordnete, die jetzt im Europaparlament ist, die früher in die Nationalratsversammlung gehen sollte. Mit der musste ich nach Brüderle mal diskutieren bei +4 in Wien. Und wir sind gemeinsam die Treppe hochgegangen ins Studio und ich wollte ihr aus der Jacke helfen. Und dann hat sie gesagt, lassen Sie das mal sein. Hat mich angefaucht und habe ich gesagt, warum? Und dann sagt sie, weil meine Professoren, wenn sie das machen, mir damit dokumentieren, sie nehmen mich nicht ernst. Gut, habe ich gesagt, ist in Ordnung. Die Sendung war zu Ende, wir gingen runter, die Treppe wieder runter und sie wollte die Tür aufmachen, sie klemmte. Dann hat sie sich umgedreht gefragt, ob ich ihr die Tür nicht aufmachen würde. Da habe ich gesagt, nein.
Da haben wir 4 Minuten gewartet, bis ein Techniker kam, um die Tür aufzumachen. Also ich verstehe das schon, wenn man so eine Erfahrung hat. Für mich ist es ganz selbstverständlich, dass ich, ne, wenn ich im Zug bin, einer Frau dabei helfe, den Koffer nach oben zu packen oder auch einer Frau aus dem Mantel helfe oder in den Mantel hineinhelfe. Aber wenn das nicht gewollt wird, kann man das dokumentieren, dann ist es so. Da muss ich das auch akzeptieren. Frau Schulze, ist das sexistisch? Also ich glaube, das Entscheidende ist es auch immer so, wie die andere Person das annimmt und empfindet und in welcher Situation das sozusagen stattfindet. Ich kann ja mal ein Beispiel aus der Politik machen. Ich meine, wenn ich im Bayerischen Landtag spreche zu irgendeinem Thema, einem innenpolitischen Thema oder zu irgendwas anderem und dann kommt irgendwie der Kommentar, ha, Frau Kollegin, heute haben Sie aber ein besonders fesches Kleid an, denke ich mir so, Gourdamo, kannst du mich bitte an meiner politischen Arbeit bewerten? Sagt ja auch niemand zu einem männlichen Kollegen, mein Gott, diese Anzughose heute wieder am Redepult, ach, sah ganz wunderbar aus, würde man auch sozusagen nicht machen. Also da wird in meinen Augen schon noch mit zweierlei Maß gut, im Land da schon, gemessen. Wenn Sie zum Presseball gehen und jemand sagt Ihnen, dass das Kleid ja, aber ich rede jetzt, genau, habe ich ja gesagt, es kommt immer, also man muss auch gucken, wo man sich da befindet. Also ich meine, ich als Politikerin kann man sich gerne mit meiner Rede kritisch auseinandersetzen, kann sagen, dass man den Punkt anders gesehen hat oder dass diese die Argumentation nicht ganz schlüssig ist, aber warum werden Frauen über sowas definiert? Ich meine, wenn ich Porträts über mich lese, zum Beispiel in Zeitungen oder über andere Politikerinnen, zu 80% steht da ganz oft immer in irgendeinem Halbsatz auch, was die Person irgendwie trägt, gerne farbenfrohe Kleider oder hat hohe Schuhe an oder irgendwie sowas. Wo ich mir denke, was hat das mit der Bewertung von einem... Bei Garda und Bunte ist das so. Ne? Was hat das mit... Nee, aber auch bei... Nein, nicht nur bei solchen Zeitungen. Was hat es mit der Bewertung von meiner Person als Politikerin und meinen Themen diesbezüglich zu tun? Und das... Also da, und es wäre natürlich andersrum genauso bescheuert, ja. Man muss auch kein Porträt über einen Mann schreiben und den dann aufgrund seiner Anzüge irgendwie definieren und so. Also das, finde ich, findet noch oft und viel statt. Dann kommen wir zum nächsten Statement. Und das nächste Statement lautet, wir brauchen eine Frauenquote in der Politik. Im Bundestag, 31% sind nur Frauen. Trotzdem sagen Sie, Herr Kubicki, wir brauchen keine Frauenquote. Weshalb? Ja, weil die Quote uns nicht weiterhelfen würde. Entscheidend ist, dass wir Frauen motivieren müssen, das glaube ich jedenfalls, motivieren müssen, sich zu engagieren. Ich glaube, dass sie mittlerweile schlau und klug genug sind, sich selbst durchzusetzen gegenüber ihren männlichen Mitbewerbern. Eine Quote würde Frauen in einer Art und Weise privilegieren, von der ich momentan nicht glaube, dass sie gerechtfertigt wäre. Wenn wir in einer Partei 20% Mitglieder weiblichen Geschlechts haben und 30% Funktionsträger, dann ist die Quote eigentlich schon übererfüllt. Entscheidend ist dann, dass wir dazu beitragen, dass entsprechend viele Frauen sich in der Politik engagieren. Also die Quote bringt nichts, sagt Herr Kubicki. Vor 100 Jahren wurde Frauenwahlrecht eingeführt. Das wurde auch nicht eingeführt, weil irgendwie Frauen gesagt haben, ach, es wäre doch vielleicht ganz nett, bitte macht es doch, sondern weil sie dafür gekämpft haben. Und seitdem haben wir es dankenswerterweise. Und ich habe jetzt einfach keinen Bock, nochmal irgendwie 100 Jahre zu warten, bis wir endlich gleichberechtigte Parlamente haben. Denn eigentlich sollte ja in einer Demokratie das Parlament einen Querschnitt der Bevölkerung repräsentieren. Dass es auf vielen Ebenen noch ausbaufähig ist, ist klar. Aber dass nicht mal sozusagen die Hälfte der Bevölkerung dort sichtbar ist, ist in meinen Augen ein massives Problem. Und vor allem sinkt ja auch der Frauenanteil in den Parlamenten nach den letzten Wahlen. Also man kann nicht sagen, na ja, es wird jetzt nach und nach besser, wir müssen einfach nur noch warten, sondern er ist wieder gesunken. Und das ist ein Repräsentationsproblem. Und darum glaube ich, dass wir mit allein Appellen und Krokodilstränen nach jeder Wahl, weil nach jeder Wahl stehen immer gerade die konservativen Parteien da und sagen, ja, das ist schon ein Problem, nächstes Mal muss es besser werden und dann werden die guten Listenplätze, die guten Stimmkreise gehen dann doch wieder an die Herren der Schöpfung. Und das ist in meinen Augen etwas, was wir nur mit einem Gesetz auflösen können. Gerade wenn Sie sagen, dass alle Geschlechter und Menschen sozusagen gleichberechtigt partizipieren müssen, müssten wir eine Seniorenquote einführen, eine Jungenquote, was auch immer, ist das gleiche Prinzip. Nicht? Und nein, es gibt nicht 50% Senioren in unserem Land, aber es gibt 50% Frauen in unserem Land. Und darum geht es jetzt erstmal, das bereitzustellen. Weil es gibt ja auch ältere Frauen, jüngere Frauen, die da dann auf diesen Listen kandidieren können. Und ich glaube, und mein zentrales Argument, auch sozusagen der FDP zu helfen, mehr Frauen ins Parlament zu bekommen, wenn man diese Quote hätte, muss
eine Partei sich stärker darum bemühen, Frauen auf diese Listen zu bekommen und attraktiv zu sein, damit Frauen bei einem Politik und machen. Sie, und alleine das wäre doch genial. Aber verfassungsrechtlich ist es gar nicht zulässig, dass sich Parteien verpflichten, Männlein und Frau und Männlein und Weiblein gemeinsam in einer bestimmten Quote zusammenzusetzen. Dürfen die an Wahlen dann nicht mehr teilnehmen? Was ist mit Parteien, die nur Männer oder nur Frauen haben? Dürfen die an Wahlen nicht mehr teilnehmen? Also ich würde doch wirklich empfehlen, bei dieser Überlegung mal die ganzen rechtlichen Rahmendaten zu beachten. Wir verstoßen mit dem, was wir haben, gegen fundamentale Grundsätze unserer Verfassung. Niemand darf wegen seines Geschlechts benachteiligt oder bevorzugt werden, Artikel 3 des Grundgesetzes. Artikel 3 Absatz 2 steht aber auch drin, dass der Staat die Durchsetzung der Gleichberechtigung fördert. Fördern soll, genau. Ja. Und wenn ich sage fördern, 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts haben wir immer noch keinen gleichberechtigten Landtag, dann muss man doch vielleicht auch gucken, welche Instrumentarien wir jetzt endlich mal einsetzen müssen, damit wir eine gleichberechtigte Repräsentanz in den Parlamenten bekommen. Ja, aber fördern heißt nicht gesetzlich umsetzen, gesetzlich durchsetzen. Fördern naja, heißt, deshalb haben wir in allen Ländern Frauenfördergesetze, die eben dazu beitragen, gerade im öffentlichen Dienst, bei gleicher Qualifikation ist die Frau dann zu bevorzugen, aber nur bei gleicher Qualifikation. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Angela Merkel oder Kram Karrenbauer jetzt an der Spitze der Union sich durch Hinterzimmerverhalten bei männlichen Kollegen durchgesetzt haben. Halte ich eher für unwahrscheinlich. Sondern sie haben sich durchgesetzt, weil sie starke Persönlichkeiten waren, unabhängig vom Geschlecht. Genau, aber wir haben bei uns eine ganze Reihe von Spitzenkandidatinnen. Katja Suding in Hamburg, jetzt Frau von Treuenfels. Lenke Steiner, gute, tolle Leute. Linda Teuteberg, die jetzt in Brandenburg antreten wird. Aber es führt trotzdem nicht dazu, dass sich mehr Frauen in der FDP, jedenfalls momentan, dass sich mehr Frauen in der FDP oder für die FDP bereit finden und in die Partei eintreten und sich zur Verfügung stellen für Wahlen. Also Sie machen sich konkret Sorgen um die FDP, dass Sie das ich bin ja Stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP, ich mache mir zunächst mal Sorgen um die FDP, ich mache mir auch Sorgen um alle anderen. Nicht, ja, aber dass sie nicht genug Frauen finden. Bei den Grünen, warum ich habe eine Erklärung dafür, warum bei den Grünen relativ viele Frauen sich engagiert haben. Weil die Themen, die die Grünen bespielen, für Frauen eine wesentlich größere Bedeutung haben als für Männer. Die Frage der Nachhaltigkeit ist für Frauen viel intensiver zu diskutieren als für Männer. Die Frauen, das heißt, was sind die Männerthemen, die FDP eher bespielt? Wir reden technokratisch über Steuersysteme, Steuermodelle, über wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, über Wettbewerb. Wir reden weniger über Klima, aber jetzt mittlerweile dankenswerterweise auch. Wir reden weniger über eine vernünftige Vereinbarkeit von Familie und Beruf zum Beispiel. Wir haben in der Vergangenheit jedenfalls wesentlich weniger darüber geredet, welche sozialen Abfederungen, Absicherungen es gibt. Aber da auch das ist doch ein Klischee. Es gibt ganz viele Frauen, die unglaublich tolle Wirtschaftspolitik machen, die Innenpolitik machen ohne Ende, was jetzt nach Ihrer Auffassung ja eher untypisch wären. Also, und wenn ich jetzt so meine Partei anschaue, ich glaube, deswegen sind auch viele Frauen bei uns, weil wir eine Kultur haben und sagen, wir möchten gleichberechtigt diese Partei führen. Du hast genauso deinen Platz. Weil jetzt komme ich noch zum anderen entscheidenden Punkt. Es ist ja oft diese Vorstellung, dass in der Politik, du musst laut sein, du musst Ellbogen haben, du musst auf diese Aufstellungsversammlung gehen, du musst da irgendwie die Rede deines Lebens halten und dann bist du nur geeignet für diesen Politikbetrieb. Aber im Politikbetrieb wäre es doch gut, wenn wir alle Töne hören, die leisen und die lauten, die verschiedenartigen. Und auch da würde doch, wenn wir sozusagen... Auf die Ebene müssen wir gar nicht diskutieren, das ist doch selbstverständlich. Also mir zu unterstellen, es ging nur darum, laute Töne von sich zu geben. Aber das ist doch vielleicht auch ein Grund, warum manche Menschen, ich sage jetzt extra Menschen, weil es gibt auch Männer, die sowas abstößt, zum Beispiel nicht in eine Partei hineingehen. Und deswegen wäre es doch vielleicht gut, wenn man Parteien sich auch überlegen, okay, was müssen wir denn noch anbieten, dass Verschiedenartigkeit stärker in unsere Partei kommt, sich bei uns aufstellen lässt und für uns Politik macht. Und ich glaube, dass sehr wohl, wenn man Parteien eine gesetzliche Grundlage und Rahmenbedingungen gibt und sagt, hey, eure Listen müssen quotiert sein, dass man dann die Frauen findet und dass auf einmal sich auch Kultur in Parteien verändert, dass dadurch auch die Art, wie man Politik macht, sich verändert. Und ich glaube, das tut der Partei, aber auch unserem politischen System gut. Und deswegen denke ich nicht nur an uns Grüne, weil wir haben das ja schon, sondern ich denke da auch an andere. Jetzt sehen wir haben unterschiedliche Auffassungen und das ist auch gut so, dass wir sie haben. Daran können die Menschen sich entscheiden in die eine oder andere Richtung. Würden Sie sich das dann wünschen, 50% Frauen auch in Ihrer Partei? Ich würde mir auch 100% Frauen wünschen, wenn sie eben zur Verfügung stünden und gut wären. Für mich ist die Frage des Geschlechts nachrangig. Für mich ist die Frage entscheidend, ist jemand wirklich gut oder nicht gut? Und das ist... Es kann ein Mann sein, das kann diverser sein, das kann eine Frau sein. Entscheidend ist immer nicht, wirkt sie? Kann sie zur Problemlösung oder eher zur Problemlösung beitragen, ja oder nein? Ist sie nur Karriere interessiert oder hat sie tatsächlich auch einen eigenen politischen Impetus? Will sie etwas durchsetzen? Will sie die Gesellschaft verändern, fortentwickeln, sie oder er? Ist völlig egal. Frau Schulze, dann abschließend die Frage, zu welcher Einschätzung sind Sie gekommen? Ist Herr Kubicki ein alter, weißer Mann?
Sagen Sie, sagen Sie einfach Alter, Mann ist, sondern oder? Ich fand es ein super Gespräch und ich finde es gut, wenn man sich austauscht, wenn man die verschiedenen Themen auch nach vorne stellt und sich auch über die Privilegien diesbezüglich bewusst wird. Ich glaube, wir sind uns beim Thema Quote und so noch nicht einig, aber vielleicht haben wir noch mal eine Chance, weiter zu diskutieren und vielleicht tut sich da noch was. Und jetzt die Antwort? vielleicht. Nein. Ich würde sagen, Sie sind sich zum Großteil Ihrer Privilegien bewusst. Ich glaube, ich würde mir wünschen, wenn Sie bei manchen Sachen noch stärker daran arbeiten, sie auch durch konkrete Politik mit zu beseitigen. Das wäre super. Möchten Sie darauf antworten? Ich finde es eine starke Frau. Sie müsste keine Sorge haben. Auf keinem FDP-Partei, da müsste sie Sorge haben, gewählt zu werden. Werde ich nie antreten. Ja, leider. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für diese spannende Debatte. Was glaubt ihr? Killt Feminismus die Männlichkeit? Lasst es uns wissen in den Kommentaren. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal.